Nicht. Ja, pst, sehr gut. Ich kill dich jetzt trotzdem. Dich und deinen Turm. Kein Act. So, da hinten ist noch eine Kiste zum Sammeln. Nehmen wir auch gleich mit. Während der Turm hinter uns in sich zusammenbricht. Schön. Ja, dann laufen wir einfach mal so lange weiter, bis... Oh, fuck, jetzt haben sie mich. Schnell weg hier. Boah, knapper Scheiß, du. Boah. Da wäre jetzt fast auch noch runtergefallen, der Idiot, Mann. Teilweise ist so Movement-Fails mit dem richtig hart. Jetzt gerade zum Beispiel wieder... Ja, da hat er gerade noch mich beobachtet, wie ich da geklettert bin. Und im nächsten Augenblick ist er explodiert. Das ist natürlich auch eine... Eine zünftige Überraschung, du. So, da vorne ist noch einer. Also links ist noch ein Turm. Dann machen wir den doch noch. Zack, zack, immer hoch. Oh, Sean, warum kletterst du denn hoch, wenn du dann nicht hochlaufen kannst? Ey, du bist ein Honk. Wie er im Buch steht. So. Das auch erledigt. Fehlt mir immer noch Schmuggelgut, schätze ich. Ah, Sean. Ja. 5. Super. Scheiße. Ja gut, mach mal. Wo ist denn... Ah, hier ist er ja schon. Die Jungs sind ziemlich nervös. Ja, ja, lass sie nervös sein. Ich plante trotzdem. So. Haben wir es erledigt. Ab zu Santos. Halt, hier war noch Moon. Aber keine Explosiv-Moon. Ah, brauche ich nix. Digga. Steht einfach noch. Ja, ich kann mich nicht verstecken, ist schon klar. Aber warum steht denn das Ding noch? Kann man nur die Kanone oben platt machen, oder? Ah, ist ja auch madig. Das hätte man mir auch mal sagen können, ne? Ah, das war knapp. Nee, hätte ich leicht überlebt. So, go, go. Ab zu Santos. So, genügend Kohle haben wir ja erstmal. Wir brauchen halt dann wieder Kohle. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Freeplay-Ziele machen. Schön. So, weiter geht's. Aus dem Weg. Achtung. Sonst noch irgendwo ein Lautsprecher, der auf die Fresse will. Da oben ist was. Was soll das sein? Was ist denn da oben? Also das interessiert mich jetzt. Es sieht nach einer Landmarke aus. Cool. Nehmen wir. Auf geht er. Mr. Ezio Auditore. Kleiner Nachmacher, du. So. Einmal komplett rumfahren. Kann man nicht überspringen. Doch, kann man. Da oben ist eine Kiste. Boah, was packt der denn rum? Das ist ja Wahnsinn. Na gut, das war jetzt nicht so schwer. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob Sean mich jetzt gerade nur noch verarschen will. Oder ob das einfach... unabhängig ist von der Person, die gerade zockt. Wahrscheinlich ist es einfach unabhängig. So, jetzt aber. Jetzt zu Santos. Machen wir das mal. Go, go, go. Schneller. Schön, dass mein Auto auch noch da steht. Alter. So. Santos, rede mit mir. Ausgezeichnet, ich habe Ihre neuen Papiere hier. Passen Sie da unten auf sich auf, Ihre. Das ist der gefährlichste Ort in unserer schönen Stadt. Whatever. So. Dann müssen wir ja quasi wieder zu Luke zurück. Luke Skywalker. Ja, machen wir das doch. Wir hätten zwar noch eine Nebenquest, die mit WI anfängt. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ich will jetzt die Hauptquest ein bisschen weitermachen. Und ja, das machen wir doch jetzt einfach mal. Da oben ist irgendwas. Freeplay.
Ja, egal. Jetzt da extra aussteigen, mache ich nur, wenn ich ein Auto sammeln will. Und du siehst aus wie ein Auto, was ich schon hab. Mann, Alter! Jedes Auto habe ich schon. Dass ich jetzt so einsteige, nicht gesammelt. Sehr gut. Ist zwar kein Auto, das ich nochmal fahren werde, aber zum Sammeln ganz in Ordnung. Und ich bin halt einfach falsch gefahren. Ich bin irgendwo am Bahnhof. Ich bin am scheiß Bahnhof. Unbefugtes Betreten mit der krassesten Karre. Wenn die mich entdecken, da entkomme ich ja so leicht. Und ja. Hoffentlich entdeckt mich das Scharfschützennest hier nicht. Okay, passt alles. Na, das war ja jetzt auch mal ein heißer Ritt. Hätte nicht sein müssen. Doch. Auf jeden Fall war... Ging ziemlich schnell so. Kann man stehen lassen. Jo, Kollege. Ich habe ein neues Auto zum Schrauben und Basteln für dich. Kannst ja mal schauen, ob du da irgendwie V12 1000 plus HP einbauen kannst. Irgendwie sowas. Wäre ganz nett. Hast du schon wieder eine Nachricht? Okay, ab mit. Sean, es freut mich zu hören, dass du dich unserer kleinen Soiree anschließt. Wir haben noch so viel zu tun. Sei so nett und fahr mich zur Party. Ich warte an der angegebenen Adresse. Komm nicht zu spät. Grüße, Skylar. Junge, 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 du. Ich krieg so viele Nachrichten. Ziemlich krass. Aber ich habe keine Missionsmarkierung von ihr bekommen. Ich weiß also nicht, wo ich sie abholen soll. Komisch. So, gerade noch einen Schluck getrunken. Achtung! Ah! Hier, komm. Nee, nicht laden bitte. Oh, Justy Boy, du bist ja auch mal wieder intelligent en masse. Ich habe die Transitpapiere. Also warum erzählen Sie mir nicht, worum es hier geht? Wir werden uns mit einem Mann namens Duval Minkus... Die Titten wackeln. Er ist ein Patriot, aber er hasst die Deutschen. Und er befehligt die Rebellen am Südufer der Seine. Was ist so wichtig, dass Sie ein Treffen aller Rebellenführer der Stadt... Naja, fast durch ist sie durch. Durch die wackelnden Titten. Eine entscheidende Rolle spielen. Schau. Ich tappe nicht gerne... Ich auch nicht. Dann begleiten Sie mich. Treffen wir uns mit diesem Mann Mingo. Danach sehen wir weiter. Was mit diesem Mann Mongo? Ist ja schlecht. Ja gut, dann machen wir das doch. Steig in ein Auto ist das aktuelle Missionsziel. Boah, ist das schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg. Keine Ahnung. So. Wo fahren wir hin? Quartier Latin. Wir treffen uns am Jardin des Plantes mit Mingo. Ja. Das ist sehr schön für Mingo. Nee, mit dem Auto fahren wir nicht. Gib mal bitte ein anständiges Auto. Etwas Unauffälliges. Ja. Mein Alter ist halt einfach zu unauffällig. So, komm. Auf geht er. Was auch immer, ich hab dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut zugehört, weil ich dich einfach nicht mag. Bin ich nicht der Einzige, der mit den Briten ins Bett geht? Was soll das denn heißen? Die bezaubernde Lady Sinclair ist eine kleine Exe, was? Veronique sagt, sie beide wären alte Freunde. Veronique war schon immer eine Klatschtante. Man sagt, englische Frauen haben eine harte Schale, aber einen weichen Kern. Stimmt's? Sie sind doch ein strammer Bursche, nicht wahr? Wieso fahren wir am Wochenende nicht mit Skylar und ihren Grauch nach Le Havre und machen eine kleine Probe? Ich dachte, wir sind im Krieg. Ein Grund wäre, das süße Leben zu genießen, solange wir noch können. Dagegen ist nichts zu sagen. Ja, whatever, Digga. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Weinproben. Ich habe nicht mal Zeit, hier stehen zu bleiben und meine Papiere kontrollieren zu lassen. Geht einfach nicht. So. Moin. Wir sind da. Halten Sie die Augen offen. Irgendwas stimmt hier nicht. Was sollen wir machen? Mann, ey. Echt aussteigen? Ein Rennen wäre jetzt ganz cool. Oder so eine Verfolgungsjagd. Irgendwie sowas mal. Yo, Mingo. Gehen Sie weiter, Hoheit. Diese Straßen können nachts sehr gefährlich sein. Sind Sie Mingo? Wer will das wissen? Nicodin. Ah,
Die Legende höchst selbst. Ist Ihnen in Ihrem Penthouse langweilig geworden? Das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich bin geschäftlich hier. Geschäfte setzen Vertrauen voraus. Und Vertrauen will verdient sein. Das gilt für auch beide Seiten. Es ist gefährlich, sich derart offen zu treffen. Sie riskieren zu viel. Na toll. War das klar oder war das klar? Erstmal ein ganzes Mac daneben gebratzt. Schön. So macht das Spaß. Yo, wir müssen entkommen, oder wie sehe ich das? Und ihr müsst ein bisschen besser schießen. Hier drüben! Steigen Sie wieder ein, verdammt! Das war ja Luck. Muss ich alle mitnehmen, oder? Fuck you. Wir passen nicht alle in einen Zweisitz. Ja, das ist natürlich schwul jetzt. Muss ich echt die Kiste nehmen? Habe ich auch schon gesammelt. Ja, dann hauen wir mal ab. Alarmstufe 3 schon, krass. Es muss eine undichte Stelle geben. Sehen Sie nicht mich an. Dies Treffen war irritig. Haltet die Klappe, alle beide. Wir haben es noch nicht überstanden. Ja, allerdings haben wir es noch nicht überstanden. Stufe 3 ist halt schon eine Hausnummer. Aber das sollten wir hinkriegen. Wir müssen hier lang. Auch wenn sie uns jetzt zu Tode schießen, wahrscheinlich. Aber hier entkommen wir einfach besser. Oh, 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 oh. Da vorne ist auch, es sind auch wieder 10.000 Gegner. Es darf doch nicht sein, da ist auch wieder einer, da ist auch wieder einer. Ich sehe die ganze Zeit nur auf die Minimap und sehe, wie sie einfach direkt spawnen von mir. Richtig gay. Shit. Kann man da rein? Fuck. Fuck, 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 Digga. Was ist denn, was sind denn das für krasse Typen jetzt hier? Oh, ich wende Kreis von dem Jumbo-Chat. Sag's immer wieder. Ein unnötiger Scheiß. Da sind Freiheitskämpfer, da könnte ich mich dazustellen. Oder aber, wir fahren hier lang. Hier die Treppe hoch. Genau. Dann hier raus. Genau, fahren ein paar Leute über den Haufen. Und einfach nur noch geradeaus und das war's. Schön. Also machen wir einen flotten Vierer in Le Havre. Ich bin sicher, Veronique wäre begeistert, wenn Sie uns Skylab mitgenommen. Rechnen Sie nicht mit uns. Oh, sollte ich etwas wissen? Ich glaube, wir sind fast da. Ein Glück. Ja, allerdings. Oh. Sorry, dass ich dir so einen Schrecken verpasst habe. Es hätte aber auch schlimmer ausgehen können. Oh mein Gott, so zum Beispiel. Die Kiste ist aber auch müllig, du. Weil ich unbedingt einen Viersitzer gebraucht habe. Scheiße. Ja, jetzt muss ich schon wieder durchbrechen. Bam. Bam. Gegen die Panzersperre und tot. Ja, die Kiste hält halt nicht mehr viel aus. Shit, warum habe ich denn das gemacht? Brenne ich? Ich weiß es nicht. Nee, es raucht nur. Fuck. Okay. Ja, jetzt brauchen wir dann unbedingt ein neues Auto, wenn ich sowas nochmal machen will. Oder wir steigen jetzt einfach gleich um. Das sind zwei Sitze. Den habe ich schon gesammelt. Das ist zwar ein Viersitzer, aber habe ich halt einfach schon gesammelt. Das ist, will ich dann nicht. Ich will neue Fahrzeuge. Ja, ich brauche ein neues Auto. Oder ich mache das. Ich habe doch Transitpapiere hier. Ja, go, go. Das Blut hinten. Ach, das ist... paar Deutsche über den Haufen gefahren, rückwärts. Kein Act, oder? Cool. So, hier ist ja noch alles schwarz-weiß. Ist ja krass. Aus dem Weg. Hey, neue Autos. Ist aber ein Zweisitzer. Und habe ich außerdem schon gesammelt. Wie scheiße. Lass mich doch mal bitte hier durch. Ja, doof. Dass ich alles schon gesammelt habe. Kann ja nicht sein, es muss nur Autos geben. Die ich noch nicht gefahren habe. Mann, Mann, Mann. Also Fahrzeugvielfalt ist bis jetzt erbärmlich, muss ich ehrlich sagen. So.
Du wolltest zu den Katakomben? Hier sind wir richtig. Ja, dann kommt doch mal bitte. Alles klar? Wie heißen Sie, Ihre? Devlin. Schön, Mr. Devlin. Sie sind ein fähiger Mann. Wow. Das war's. Nettes Wort und 300 Schmuggelgut. Das ist nicht wirklich viel. Aber wir haben hier... Oh. Oho. Einen neuen Unterschlupf. Okay. Schön. Mag ich. Gefällt mir. Sie sind gar nicht übel. Ganz und gar nicht. Schlappe. So. Ich habe keine Freeplay-Ziele hier. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich keine Karte gekauft habe. Und ich habe schon wieder eine Nachricht bekommen. Ich wollte dir nur sagen, das Chateau, an dem du mit dem Zug vorbeigekommen bist, ist neuerdings ein hochrangiges Ziel des britischen Geheimdienstes. Wenn du es auseinandernimmst, hätte keiner was dagegen. Bruce Skyler. Okay. Wo auch immer das sein soll. Ich weiß es nicht. Ich habe keine neue Markierung bekommen. Und ja. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Was haben wir denn hier eigentlich? Warum habe ich denn sowas noch nicht gemacht, ich Trottel? Junge, Junge, Junge. Kann man ja auch noch verbessern. Habe ich ja überhaupt nicht gepeilt bis jetzt. Spiel ist fast vorbei und ich finde die ganzen Features erst raus. Ja. Na? Was ist hier denn jetzt los? Ist schon. Legen wir los. Inzwischen haben die ihr sicher alle gesehen. Hängen überall in der Stadt. Unsere deutschen Freunde haben ein gewaltiges Spektakel inszeniert, um uns von ihrer Überlegenheit zu überzeugen. Ein Rennen, das hier in Paris stattfindet und das bis in die kleinste Ecke Europas übertragen wird. Es werden mehrere hochrangige deutsche Offiziere erwartet. Auch General Eckhart. Freunde, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Wir werden den Deutschen einen Schlag versetzen, der bis nach Berlin zu hören sein wird. Die Offiziere werden schwer bewacht sein. An die kommen sie nie im Leben ran. Ja, das ist richtig, Sean. Wir nicht. Aber sie. Was zum Teufel faseln Sie da? Nach dem Rennen wird am Fuß des Eiffelturms die Siegerehrung vorgenommen. Im Rahmen der Zeremonie wird General Eckhart dem Sieger das Eiserne Kreuz verleihen. Genau dann schlagen wir zu. Wie wollen Sie an den Wachen vorbei? Das wird nicht nötig sein, Sean, weil Sie das Rennen gewinnen. Ich habe nicht mal einen Wagen. Wie soll ich da ein Rennen gewinnen? Rennen Sie mit Vittor. Er hat gute Neuigkeiten für Sie. Ach, und Sean, falls es Sie interessiert, die Deutschen schließen schon Wetten auf den Sieger. Der letzte Stand war 5:1 für Kurt Dirka. Ja, na und? Mir doch egal, ich besieg den trotzdem. Was sind denn hier jetzt für megamäßig viele Sidequests? Ja, Sicko. Sicko, aber wir wollen zu Vittore. Ist mir jetzt vorrangig. Und auch, ach, whatever. Ich will zu Vittore, der hat eine Karre für mich und dann ist gut. Ich könnte zwar eigentlich mit meinem Alter fahren, aber ich weiß nicht, ist anscheinend nicht zugelassen. Schade eigentlich, aber ein Auto brauche ich jetzt trotzdem. Nee, ich suche hier mal eins. Hier gibt's sicher eins, was ich noch nicht gesammelt habe. Was bist du denn? Habe ich auch schon gesammelt. Ist ja total asozial, dass ich schon alles habe. Was ist mit dem? Habe ich auch schon gesammelt. Mann! Ficken, Digga! Da, den habe ich noch nicht. Also Sean, du bist echt ein Mädchen, Mann. Also, auch schon gesammelt. Sag mal, behindert oder was? Corino CL habe ich auch schon gesammelt. Ist ja mal voll bescheuert. Jedes einzelne Auto, was ich sehe, habe ich schon. Habe ich auch schon. Nicht gesammelt.
Es gibt noch Autos, die ich nicht gesammelt habe. Ist ja krass. Ja, dann sammeln wir den schnell ein und dann fahren wir mit dem direkt weiter zu Vittore. Natürlich ist die Garage auch echt beschissen für so einen super Monsterwendekreis. Los, sammel. Zack, neues Fahrzeug, super. So, dann machen wir uns am besten noch eine Markierung, weil ich denke, dass das eine ziemlich lange Fahrt wird. Vittore, nicht mal, der ist ja in town. Krass. Okay, dann dauert es gar nicht so lang. So, boah, sorry, dass ich jetzt gerade eine Nonne überfahren habe. Das tut mir wirklich, 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 wirklich nicht leid. Also wirklich nicht. Naja. Vittore, hoffentlich hast du ein anständiges Auto. So, die Karre von Skylar, die wäre echt mal nice. Die muss ich auch noch sammeln. Wäre echt schön. Oder die eine Karre, die wir bei der ersten Mission hatten, bei dem ersten Grand Prix. Wie hatten die geheißen? Aurora. Oder irgendwie so. Die wäre auch mal wieder cool zu fahren. Ja, ist doch gut. Tick doch jetzt mal nicht so aus. Ich bin doch schon weg. Alter, die Panzer schießen gleich. Ist ja krass. Also früher, was heißt früher? Bei den letzten paar Mal, wo ich hier durchgebrochen bin, einfach...